Ein Hallo hier zurück bei Tomb Raider 3. Wir sind in London mittlerweile, haben schon drei von den vier Artefaktstücken. Warte mal, ich lass mich mal eben nachzählen. Drei haben wir gefunden und sind jetzt hier nach London zu den Häfen an der Themse, wie denn das Level heißt. Also Thames Wharf heißt es, ne? Also Modern Warfare heißt moderner Werftbau. Und hier sind wir, aber hallo, wo sind wir denn jetzt? Wir sind oben, sehr weit oben. Ich weiß nicht, warum wir hier oben angekommen sind, ob wir hier mit dem Hubschrauber abgeworfen wurden oder wie auch immer. Keine Ahnung, dürft ihr mich nicht fragen. Ansonsten, falls ihr mich gerade gefragt habt, dann sage ich euch, keine Ahnung. Oh, was ist hier denn los? Sollte man hier hin, hallo? Unentdeckte Weiten. Ein vermutliches Geheimnis. Vermutliches Geheimnis? Das ist kein vermutliches Geheimnis. Hallo, ich hätte gern Geheimnis. Hallo. Ist ja schön, aber ich hätte gern trotzdem Geheimnis gehabt. Der hätte doch mal mit wenigstens was sagen können hier. Das sah gerade nur ziemlich... Na, auffällig will ich nicht sagen, aber da oben war Stacheldraht. Da habe ich mir gedacht, ja, ist ja nett. Da springst du vielleicht mal rüber. Spaß ist halber einfach mal. Wir sind irgendwo hier angekommen, aber so richtig überzeugend ist das nicht. Weil mir fehlt ein Geheimnis. Vielleicht ist hier auch überhaupt keine geheimnisvolle Zeit. Weiß ich nicht. Wir kommen von da vor... Nee, hä? Hä, warte mal, wo waren wir jetzt gerade? Ach, da hinten waren wir. Aha. Ist das alles richtig, was ich hier gemacht habe? Wenn ja, dann wäre das ja gemein. Ha. Kann man da hinten denn noch anders hin? Wie gesagt, diese Level hier, ich muss sagen, an London erinnere ich mich am wenigsten. Auch in der Form sogar, dass ich in Erinnerung habe, dass ich die irgendwie am schwierigsten fand. Glaube ich, vermute ich. Weiß ich nicht genau. Ich kann versuchen, dass ich da irgendwie runterspringe in das gelbe Teil rein, in diesen Kran rein. Na, Lara, ich kann nichts machen. Ah, jetzt kann ich was machen? Okay. Aber keine Ahnung. So, ich versuch das mal. Hep. Hui. Sie nimmt ein bisschen Schaden. Ist ganz richtig beobachtet. Ich meine, ich war ja letztlich jetzt gerade erst in London. Ich habe gerade mal nicht wirklich Plan, welche Gebäude das hier eigentlich sind. Wo wir so ganz genau sind. Aber geht das hier jetzt wirklich lang? Also ich weiß halt nicht, ob das wirklich alles so originalgetreu nachgestellt ist. Ich vermute mal, das wird allein anhand dieser Blockgrafik ein bisschen schwierig sein, dass man das so wieder nachstellen kann. Aber finde ich an sich sehr cool, dass man hier so diese bekannten Gebiete auch eingebaut hat. Hm. Also, aber so pinke Ketten waren da nicht. Das wüsste ich aber. Sind wir jetzt auf dem richtigen Weg hier? Hep. Lalalala, lass dich fallen, lieber Lara. Labalara. Ja, sieht aus, als müssen wir da runterrutschen. Oder hier runter hangeln sich. Nee, ja, boah, kann man so machen, klar. Ich meine, ihr Outfit ist ja auch... Aua. Okay, haben wir das auch. Ich wollte gerade über ihr Outfit abschwärmen, aber nö. Lieber sterben. Bevor wir uns dann noch weiter runterstürzen, auf dem Weg da eben... Wollte ich hier nochmal eben schauen. Da rechts geht es runter, das ist ganz richtig. Hier an sich, ich meine, es geht runter an ziemlich vielen Stellen. Da hinten müsste man irgendwie hinkommen. Also ich meine, in Erinnerung war das alles ziemlich verwinkelt hier. Die ganze Gegend hier. Dass ich da ein wenig... Ja komm, lass dich mal angucken hier. Wie siehst du eigentlich aus, Mädel? Ha? Aus welchem Laden hast du das Zeug? Ich meine, sieht schon nicht schlecht aus. Vor allem für die Grafik damals. Ja, auf der PS1 war das bestimmt schöner Pixelmatch. Aber hier unten ist doch nichts. Was soll ich denn hier? Da ist doch nichts. Wie soll ich denn da? Soll ich da irgendwie rüberspringen? Nee. Hm, ist das, falls man hier versehentlich runterfällt, dass man sich denn hier wieder hochhangeln kann? Oder wie ist das gemeint? Wie ist das denn gemeint? Oder soll man sich hier hinter irgendwo hoch... Warte. Aua. Anscheinend nicht. Ich muss mal nach oben gucken. Nee, da kann man auch nicht rüber. Also, so ganz verstanden habe ich das noch nicht hier gerade.
Aber sag ich mal, ist ja nichts Neues mehr. Manchmal funktioniert das hier in dem Spiel ziemlich gut, manchmal auch nicht so wirklich. War hier hinter nicht? Warte mal. Nee, hier geht's einfach nur komplett hoch, ne? Da kann man natürlich auch noch weiter rauf. Ja, schön. Machst du fein. Hier hinter nochmal eben gucken. Ah, geht's ziemlich runter. Ohne, dass ich da irgendwas sehe. Na, nicht so wirklich, ne. Keine Ahnung, wie man da rüberkommen sollte. Falls man das sollte. Muss ich doch jetzt hier rüberspringen? Ist das der richtig offizielle Weg, was man hier gehen soll? Dass man einfach rüberhüpft? Das fände ich ein bisschen seltsam. Ha. Huh. Tja, dann machen wir das doch einfach nochmal. Oder ich versuche nochmal. Warte, nee, ich versuche das hier nochmal. Genau. So, das geht nämlich auch. Haha. Und da habe ich einen Schalter gesehen da oben. An den ich jetzt nicht mehr rankomme. Verdammt. Ha. Huh. Das sind Sachen da unten drin, ne? Also, irgendjemand von euch hatte schon geschrieben, dass sie in der Nähe, Secrets sind. Ich weiß halt nicht, wo. Das ist das Problem. Wahrscheinlich sind es deswegen Geheimnisse, weil die geheim sind. Da kann man rauf, da kann man runter, hier kann man auch nochmal hoch. Ich wollte eigentlich irgendwie auf die andere Seite kommen. Da hinten hin. Da, wo ich die ganzen Sachen gesehen habe. Hm. Also falls ich auch in diesem Abschnitt, in diesem Level hier und in den weiteren London Levels deutlich was übersehen werde, irgendwie viele Secrets an welche ganz vielen Stellen, die eigentlich ziemlich offensichtlich angeblich sind, wo man da hinlatschen kann. Warte mal, war ich hier nicht gerade? Nee, ne? Dann entschuldigt mich bitte, ich habe keine Ahnung, wo jetzt was genau ist und wirklich alles immer sofort absuchen, also alles mehrfach absuchen nach, an verschiedenen Stellen, das wird leider auch ein bisschen schwierig werden, weil sonst hängen wir hier noch 200 Folgen dran, so gefühlt. Also wenn ich die halt kurz schneide. Ach, wir sind wieder oben. Ach, ich hätte auch runter... Aha. Das ist, komisch. Habe ich gar nicht gesehen, dass es da auch hier vorne lang ging. Wie, warte mal, hier war das. So, und dann hier runter. Aha. Na, das ist ja abgefahren. Oh. Und da oben ist irgendwo ein Schalter. Über den Balkon. Aber hier kann ich nicht rein... Ach, ich weiß doch auch nicht. Von da kann ich auch nicht darüber springen. Ich halte mich gerade viel zu lange auf, glaube ich. Aber wie hoch man auch hier ist. Und ich weiß immer noch nicht, was es mit dem Kran da hinten jetzt auf sich hat. Mit dem Bauzeugs. Hier kommt doch gleich ein Gegner, oder? Aua. Da ist ein Lebon. Liegt da noch was? Oh, das ist wieder ein interessantes Bild. Das wackelt auch so komisch. Das liegt allerdings an der Technik. Nicht an der Fitness unserer Lara. Also dunkel. Ja, das hat sich gelohnt. Mensch. So schönen Boden hätte ich sonst nirgendwo gefunden. Ach, guck mal. Hä? Ah. Wer ist denn das jetzt? Hi. Oh. Oh. Der hält aber eine Menge aus. Aber wo kam der jetzt her? Kann man die eigentlich wieder aufheben? Jau, ach cool. Ja, bringt mir nichts, weil die gerade ausgelöscht ist. Wo kam der denn jetzt bitte her? Der Sekure-Team-Macker. Hier war doch... Hier ist doch... Da ist doch alles verschlossen. Will er uns jetzt reinlegen hier? Will er uns ablenken, dass hier irgendwas Tolles wäre, aber dabei ist da überhaupt gar nichts. Mal ernsthaft, was ist denn hier unten? Hier ist doch nichts. Außer natürlich ein kleiner Gang, der hier rüber führt. Huh. Aber hier komme ich ja eigentlich auch her. Huh. Warum sollte man hier ganz nach unten? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ha, ich muss... Ich guck mich da nochmal um.
Hier, komm, ich guck mal, ob da irgendein Block hier verschiebbar ist. Mit irgendeinem Sinn muss es ja gehabt haben, dass da so ein Onkel plötzlich aufgetaucht ist. Oder einfach nur, um uns zu ärgern, um uns zu mobben. Um zu sagen, nein, ihr dürft hier nicht rein. Wahrscheinlich wird das der Grund sein. Auch hier ist nichts. Nö. Ha. Das finde ich aber mal blöd. Dann muss ich doch da oben wieder hin, über den Kran. Das wäre ein bisschen umständlich. Vor allem, warum kann man hier ganz runter, nur weil da so ein oller Dings ist und da oben irgendwie wahrscheinlich ein Secret ist? Naja, naja. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Was die Zeit zeigen wird, bringen wird vielmehr. Aber vielleicht wird sie auch was zeigen. Soll nach hinten springen? Wahrscheinlich ist es zu weit. Nein, es geht. Licht. Ich meine, das Licht ist nett. Aber das ist ja auch nicht offen jetzt. Warum kann man hier lang springen? Ist da... Kann man da... Es ist aber mehr als drei entfernt, oder? Das sind hier... Ist das nicht noch weiter weg? Das ist zu weit weg. Ja, also ich speichere trotzdem mal auf dem nächsten Stand hier. Ah, oh, das ist zu weit weg. Der ist aber sowas von zu weit weg. Epa, es ist gerade so zu weit weg. Aua! Und der Fall geht tief. Tja, sonst wäre es auch kein schöner Fall. Ein bisschen was bieten können muss man ja auch. Wir sind nämlich gerade so ein Fünftel Baustein hier zu hoch. Zu niedrig. Da geht das gerade so nicht. Das ist nicht schön. Tja, dann geht es eben wieder ganz nach oben. Wenn wir sonst keine Möglichkeit haben hier. Vielleicht öffnet sich das später dann noch. Da war ja rechts eine Klappe. Vielleicht kommt die, wenn man hier den Schalter behebelt, da an der Seite, wo wir dran vorbeigefallen sind vielmehr. Vielleicht kommt es darüber. Ich weiß nicht, wie man an den Hebel kommt. Ich würde sagen, wir schauen dann noch eben mal kurz nach. Nachdem uns hinter ihren Lara ins Gesicht gesteckt hat. Genau. Andersrum. Da kann man theoretisch drauf. Wenn ich hier rüberspringe, da auf das Dach drauf, dann sterbe ich fast. Ja, aber warum nicht, ne? Hep. Ich meine, fast sterben ist nicht ganz sterben. Nee, aber da will ich jetzt gerade mal nicht hin. Ich will nochmal eben gucken hier. Hier ging es einen runter. So. Und zwar... Genau unter uns hier ist ein Hebel. Ein Hebel. Für die Leute, die nicht dieser Sprache so mächtig sind. Ah, da. Da ist er. Da ist eine Seilbahn darüber. Kann ich von hier? Ah, da siehst du. Das geht. Da öffnet sich bestimmt irgendeine Luke. Und eine Krähe. Lara! Was ist passiert? Ach, da kann ich jetzt rüberfahren. An einen höchst sinnvollen Ort. Ist das schön. Hä, wieso? Achso. Ah, da ist die Luke da aufgeklappt. Ist ja auch schön. Hier kann ich hoch. Wow. Ich habe eine Kletterpartie gesehen hier. Da oben ist auch noch Kletterzeugs drunter. Crazy ist das. Oh. Und wo kommen jetzt hier die Schritte her? Wer schreitet da? Wer macht denn sowas? Eine aufreibende Fahrt führt uns der Schwerkraft ein Stück näher. Und um die Ecke. Unfassbar. Ah, da ist er. Hallo. Hi. Hab ich noch was? Oh, das ist leer. Okay. Also die Kerle sind so massiv, so aggressiv, so wuchtig wie die Sicherheitsfritzen aus Nevada. Also die Hochsicherheitsfritzen. Also die sind schon ordentlich. Ach, Kinders, ey. Ja, doch. Ja. Naja. Ja.
So war das. Ich muss an dieser Stelle, wir sind auf dem richtigen Weg. Das heißt, ich muss da mal eben gucken, wie das dann vorher mit dem Kran gewesen wäre. Das ist, das letzte Mal gerade mal keine Ruhe. Auch keine Ruhe, hey. Hier kann man nämlich rüber. So viel ist klar. Oh, so nicht. Wenn man das jetzt so macht mit Anlauf. Hep. Wie habe ich das denn da vorher geschafft? So. Ist die Frage, soll man hier so hin? Wahrscheinlich schon. Ja, da ist Moni, ich weiß. Ich will nur mal eben gucken, was denn bei dem Kran da hinten ist. Ich wüsste halt nicht, wie man sonst hier hin. Common Salty. Hepa. Das war schön. Hier, Kran, Kran. Lalala. Hep. Oh. Oh, ho, ho. Aber hallo. Wahrscheinlich falle ich gleich zu tief. Das ist ungünstig, wie ich jetzt hier bin. Yep. Das wollte ich gesagt haben. Was ist denn das da für eine Fallaktion? Also hier plötzlich Schwerkraft im Spiel. Nee, das geht aber nicht. Hüp, nein. Hüp, nein. Dann halt anders. Na, und hüp. Oh, nein. Oh, hüp. Rap. So, haben wir das geschafft? Man muss nur die nötigen Geräusche dazu machen. Die Musik kennen wir mittlerweile auch schon. Ja, liebe Lara, bist du fein, machst du gut. So. Wie kann man da jetzt rüber? Wahrscheinlich, wenn man da drunter wirklich hier lang kommt. So. Einmal nach hinten, einmal runter, einmal geradeaus. Und nach vorne. Doch, das müsste hier... Ich meine, der war mir eben schon. Au. Das haben wir eben schon geschafft. Man kann halt nicht aus dem Stand hier einfach an die Wand ranklettern. Das ist ein bisschen dämlich. Soweit ich weiß. Also ich habe es schon öfter mal probiert. Früher mal, damals, als ich noch ein kleiner Bub war. Hat es nie so wirklich funktioniert. Genau, da unten waren ja die Stacheln hier, die ollen Dinger. Ich müsste wahrscheinlich... Ja gut, hier, wenn ich direkt hier runtergehe, das geht. Aber... Danach lässt es ein wenig nach. Wenn ich da zur Mitte gehe, oder springe vielmehr. Ah, wie? Hä? Ich hätte mich darunter stellen wollen. Ah, und dann da durchgehen. Ich weiß halt nicht, was das Ganze bringt, wenn ich da lang gehe. Ich weiß ja nicht, ob man da überhaupt so rüber soll. Ich sag einfach mal, ich lade den anderen Spielstand, wir machen da weiter. Weil es scheint mir ein wenig sinnvoller, dass wir da dem Weg folgen, der mir offensichtlich erscheint. Wobei, jetzt offensichtlich war es auch nicht hier. Ich glaube... Ha-ha! Dass der hier... Das war blöd. Das war echt blöd jetzt. Weil ich muss da rüberspringen. Nee, warte mal, wo muss ich hin? Ich muss da eigentlich schräg drüber springen, oder? Ist es nicht zu weit? Ha! Ha! Na! Na! Ich meine, sie schreit immer wieder schön, muss man sagen. Zwar jedes Mal gleich, aber sehr von Herzen auskommt. Also da wurde sich Mühe gemacht, wenn man stirbt. So, die, da hinten kann ich mich, glaube ich, dran langhangeln. Soweit ich es sehen kann. Vor allem... Also man könnte da hangeln, wenn man den trifft. Ich glaube, ich bin leicht schräg gesprungen. Weil da in der Wand sind Stellen frei. Hep. Oh, nein, zurück. Nein! Ich glaube, ich übertreibe gerade ein bisschen. Habe ich gehört. Von mir. So, ich glaube, da müsste ich, da kann ich nicht. Das ist aber blöd. Das ist eins zu hoch, ein halben, hier ein Viertel, ein Fünftel sind das, ja. Warum ist das zu hoch? Das ist ja Quatsch.
Da unten kann ich theoretisch hin. Na. Och, Mensch, Lara. Sag mal, wie springst du denn? Wahrscheinlich übersehe ich etwas total Offensichtliches mal wieder. Vielleicht, dass man hier irgendwo dran langhangeln kann. Oben kann man es nicht. Das habe ich schon festgestellt. Da hinten, nach rechts, kann man auch nichts. Das ist aber das Grünlicht-Ding. Das ist aber eine Fläche, die man verändern kann, die bewegt werden kann. Eine Luke nennt man das auch. Von daher, vielleicht müssen wir das gleich machen. Okay, hier drunter ist absolut gar nichts. Von daher habe ich hier schon mal nichts übersehen. Das beruhigt nicht unbedingt. Aber wie gesagt, wir sind hier einen Ticken zu niedrig. Hier geht das nicht. Was ist überhaupt für ein komisches Haus hier? Ist komplett leer. Tja, runterspringen, also durchspringen, da kann man auch nicht. Es ist ein wenig blöd. Wenn ich da schräg rüberspringen wollte, habe ich ja gerade schon versucht. Na, so ist ja nicht. Das geht. Dann nehme ich mir direkt mal die Harpunen-Munition mit, auch wenn ich die Harpune noch gar nicht gefunden habe. Hätte ich eigentlich im Pazifik finden sollen, bin ich leider dran vorbeigelatscht. Sehr erfolgreich und deswegen hat das leider nicht funktioniert. Da hinten geht es auch runter. Ich muss mal gucken. Wahrscheinlich kann ich jetzt einfach hier runterstürzen. Das klappt. Wahrscheinlich gleich noch ein Sicherheitsonkel. Da ist immerhin ein Schalter. Und dahinter ein Lebensbäckchen. Hier ist sonst nichts auf dem Boden. Sehr gut.